So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Letztes Mal das Decay-Level nicht geschafft. Ich habe keine Ahnung, was man da hinten machen muss. Wenn ihr mir das schreibt, kann ich es gerne nochmal probieren, aber ich aktuell, ich weiß es nicht, wie es geht. Und das Twakes-Level. Darüber reden wir nicht. Jetzt gucken wir uns mal den Peaceswitch Run of Death vom Rasierer an. Da habe ich natürlich auch direkt Angst. Small Peaceswitch Run without Bonus Challenges and Checkpoints. Auch bisher 0%. Drei Leute haben es versucht. Insgesamt aber nur mit 7 Mal versuchen. Das ist ja kein echter Versuch dann. Das ist ja nichts. Ne? Ach so, ein Peaceswitch. Ich dachte, ich muss Dings machen. Peachumps. So ein Peaceswitch One ist das. Will ich da überhaupt groß sein? Na moin. Will ich da überhaupt groß sein, ist die Frage. Oh boy. Mann, wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Vielleicht muss ich ja mich gar nicht so abhetzen. Vielleicht gucken wir uns das erstmal an. Wie wär's denn damit? Da ist der Nächste. Ich hab ihn gesehen. Ich muss mich abhetzen, alles klar. Uff. Wait, ich muss mich nicht abhetzen, wenn ich groß bin. Das war eins zu weit. Das war eins zu weit. Und without Bonus Challenges, aber hat die 50er Münze wieder eingebaut. Hä? Schreib nicht without Challenges, wenn du doch die Münzen einbaust, weil dann ist es ja indirekt doch eine Challenge, die man machen möchte. So. Nice. Nicht so nice. Okay. Gut, ersten Teil kriegen wir hin. Das war dumm. Ich sollte es so machen wie vorhin, das lief ganz gut. Ja, das passt ganz gut alles. Nein, warum? Das war die falsche Taste. Das war die falsche Taste. Okay, da kommt eine Röhre. Hast du? Das wollte ich nicht. Ich wollte es andersrum machen. Wie vorhin auch. Einfach an das gewöhnen, was wir vorhin gemacht haben. Gib mir den Pilz, danke. Bisher wirkt das alles sehr machbar. So, kaputt. Und bis zur Röhre kommen wir locker. Die Frage ist, ob der Peaceswitch noch laufen muss danach. Yo, indirekt. Cool. Oh oh, ich habe da gleich ein Problem, glaube ich. Uff! Cool. Warum hat das denn noch keiner geschafft? Oh yeah, Mario time. Passt doch. Hab zwar nicht die Challenges geschafft, aber... Also, die hat er jetzt nicht gestellt, bewusst. Aber hey, Level geschafft, passt. Nehmen wir. So.
Dann haben wir hier die Abundant Forest Base Light. Das heißt, er hat es jetzt umgebaut, oder wie? Checkpoint 1 is down the blue pipe, Checkpoint 2 is behind the locked door. Was ist jetzt hier passiert? Es hat auch schon jemand geschafft. Ach, jetzt sehe ich die Sachen erst. Oh Gott. Ich bin blind. Alles gut. Spring halt ab! Diese nicht vorhandene SMW-Physik in Mario Maker. Dankeschön. So. Mal ganz kurz. Sekunde, wo ist denn hier überhaupt? Haben wir hier. Macht mein Fernseher auch Ton? Nein, alles gut. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Ich würde gerne daran. Dankeschön. So. Dann bin ich da hoch. I guess. Jetzt vorsichtig hier. Igitt, 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 igitt. Vorsichtig darüber. Ja, aber da war mal ein Checkpoint. Hä? Dieser Sprung von der Liane ab. Warum geht denn das nicht wie in SMW? Oh mein Gott. Falsch. So. Gibt's doch nicht, dass ich da zu doof für bin. Da reinklettern. Oh mein Gott! Huch! Jetzt vor Freude meine ganzen Flaschen umgeschmissen. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Sind die offen? Nein. Gut. Ah, was mache ich da? Ich bin so doof. Oh, scheiße. Wollte ich Entschuldigung sagen, weil ich den Laptop haue. Gott, ich sitze hier gerade auch richtig blöd. Oh, Mann. Alles fliegt hier rum. Ich bin aber ganz ehrlich, auf das Level habe ich echt keine Lust. Das ist so unüber... Ich check halt nie was bei diesem Level. Auch wenn es jetzt die Light-Version ist. Zum einen ist der Checkpoint in der Mitte komischerweise weg. Hä?
Nein! Lass mich in Ruhe. Aber irgendwie sind es plötzlich mehr Pflanzen geworden. Kann das sein? Die Probleme hatte ich doch sonst nicht hier. Hilfe. Ah! Trotzdem würde mich schon interessieren, was sich noch alles geändert hat. Vor allem der Unterwasserpart. Der ja absolut nicht spielbar war. Für mich. Was sind jetzt hier so dumme Pflanzen? Die waren doch sonst nicht da, oder? Bin ich doof? Die kommen mir echt neu vor. Nein, die... Ich habe mich nie weitergetraut, weil von unten auch ein Feuer gekommen ist. Immerhin klappt der Sprung jetzt. Nein! Mach das weg. Warte, kann ich da nicht einfach drüber laufen? Ach so. So. Jetzt kriege ich hier meinen Pilz. Oder auch nicht. Ich kriege ja hier eh den anderen Pilz, genau. Komm her. So. Jetzt sagen wir die Pfeile. Erstmal ist hier oben eine rote Münze. Das haben wir die Pfeile zwar nicht gesagt, aber die sehe ich. Aber die Pfeile sagen mir, geh da runter. Geh in die blaue Röhre. Den habe ich nicht gesehen. Wow. Na komm. Die Pfeile sagen mir, geh in die blaue Röhre. Okay, es ist jetzt... Man sieht jetzt was. Macht's das besser? Ich komme doch nach wie vor hier nicht vernünftig durch. Also ich muss trotzdem um den Checkpoint aus... Oh Gott. Nee. Sorry, Luzi. Ich bin da durch. Ich bin da raus bei dem Level. Ich bin da raus. Ich bin da echt raus. Dann spielen wir doch lieber was von Alina. Oh. Oh, es... Es sind Dinge... Was? Kommt das denn jetzt... Was? Ist das jetzt alles gerade erst gekommen? Maybe find the bonus room, easy. Wann hat er das hochgeladen? Hä? Er steht nicht dort, ne? Ah, ich habe doch vorhin aktualisiert, da war das nur das Decay-Level oben. Okay, plötzlich neue Level. Gut. Das nenne ich Lieferservice. Also, dann erreichen wir das Ziel mal auf Yoshi. Dafür müssen wir erstmal Yoshi bekommen. Ich weiß halt nicht, ob hier ein Gegner kommt. Ich sehe halt nichts. Ich weiß halt auch nicht, ob da eine Lücke kommt. Weiß halt auch nicht, ob der P-Switch reicht. Wo ich hin muss. Aha. Ah.
Toll. Gut sind die gestorben. Mensch. Okay, dann warte ich da, bis ich mehr sehe. Counter, was ist das denn für ein Quatsch? Das ist so totaler Quatsch. Ich brauche ja gar nichts machen, den Anfang. Oh, jetzt kommt Yoshi nicht mit, oder? Doch. Ja, jetzt geht das Scrolling schon hoch. Juhu! Oh, wow. Oh Gott! So, jetzt warten wir mal, bis wir mehr sehen. Hä? Brauche ich gar nicht mehr. So. Dann suchen wir mal den Bonusroom. Also ich will den Kessel. Sorry, aber ein Herz kriegst du dafür von mir nicht. Ich hoffe, du bist nicht sauer, aber ich weiß nicht, das ist halt... Ich hatte null Spielspaß. Es ist keine Herausforderung. Es ist auch kein Bu-Wert, aber... Es ist auch kein... Nee, es ist echt kein Herz. Jetzt ist die Frage, hat der Bonusraum was mit dem P-Switch zu tun? Ist irgendwo eine Tür? Aber behalten kann ich den ja eh nicht. Ja, aber dann kann der Bonusraum eigentlich nur am Ende sein, mit Yoshi irgendwas erreichen. Aber wofür sitzt der hier da? Den check ich nicht. Tschüss. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ah, doch da oben. Bonusraum gestorben. Ja, also wie gesagt. Ich habe alles dazu gesagt. Weiß nicht. Anmerkungscounter, du darfst jetzt gerne sagen, was dich dazu bewogen hat, dieses Level zu bauen. Das Thumbnail sieht cool aus, aber... What? So, Labyrinth, Normal Version, Troll Version. Rasierer. Ich hab Angst. Bonus-Challenges, Checkpoints und Red Coins. Mhm. Ich habe Angst. Rätsel, kurz und knackig. Ich hoffe, bei dir funktioniert kurz und knackig dann wenigstens. Aber wie kann ein Labyrinth denn kurz sein? Das wäre komisch. Okay, gehen wir erstmal in die gelbe Röhre.
Oh, ich dachte, das reicht. Ich irrte mich. Oh mein Gott. Oh mein... Himmel hilf. Ach so, der schießt die da raus. Verstehe. Da ist dann übrigens auch der erste Checkpoint, wenn man ihn denn auslösen würde. Dankeschön. Oh, Wo soll ich das denn wissen? Wait, jetzt bin ich nicht mehr... Achso, ich bin wieder groß. Okay. 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 Jetzt habe ich die Red Coin nicht mehr, die erste übrigens. What? What? Wie schnell muss man da sein? Hilfe. Oh mein, ich kann es halt schon wieder aufhören. Kann ich nicht, weil ich muss mich irgendwo umbringen. Oh, warum? Bruder! Das ist gar nicht knapp oder so. Aber ich kann jetzt auch hier in die Röhre, ne? Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn eigentlich schon mitnehmen. Wie mache ich das denn? Na toll. Nee, ich kann den nicht. Hä? Ach komm, ich dachte, das geht... Haut hin. Oh, das soll ich... Nein, nicht... Nicht! Nicht! Nicht. Ich verstehe... Ich verstehe schon wieder nicht, was ich tun soll. Was ist denn das heute für eine Aufnahme? Warum ist dieser Sprung so... Wieso kann ich... Was mache ich denn falsch, dass der manchmal nicht geht? Oh Gott! Weil wenn ich mir das hier anschaue, dann brauche ich hier nachher was, was ich unter die Tür stellen kann. Ich hätte halt schon gerne so ein Viech mal mitgenommen. Aber anscheinend geht das ja nicht. Nee. Keine Ahnung, wie ich den mitnehmen kann. Ach Gott, was ist das denn hier? Okay. Oh nee. Oh!
soll denn der Schwachsinn? Ich kann doch nicht sein, dass ich so inkompetent bin. Ist da ein Drehsprung drin? Okay, mit Drehsprung geht's. Dann machen wir halt einen Drehsprung. Der ist dann genau die richtige Höhe. Ah, ich sehe, wo die blaue Röhre mich hinführt. Ja, jetzt... Dann da rausspringen wieder. Das gibt's doch nicht, dass ich so doof bin. Wie seid ihr das Level dran schuld? Bin ja ich. Also ich will nicht die Trollversion spielen, wenn ich... Was ist denn da anders, bitte? Was ist denn bei der... Ja, das war ja super smart jetzt. Was ist denn bei der Trollversion anders? Will ich das wissen? Mal die Troll-Version. Okay. Also ich habe gerade die Challenges gelesen. Ich habe die Beschreibung gelesen. What? Wie soll man denn da hochkommen? Ja, ich habe verstanden, hier sind Blöcke. Aber die werden ja hier, wenn ja nicht mehr auftauchen, die mich nach oben bringen. Na, hier war auch einer. Aber wie gesagt, die bringen mich jetzt ja nicht hier irgendwie nach oben, oder? Nee, da ist ja nichts anderes. Reicht ein... Funktioniert ein Shell-Champ hier? Ja, tschüss. Wir werden es nicht rausfinden. Schade. Weil der Koopa wieder reinkommen müsste, ne? Oh! Oh! Okay. Da ist mein P-Switch. Das ist jetzt die Röhre von vorhin, oder was? Ah ja. Nur dass jetzt mehr Stuff ist.
Oder was zur Hölle? Und wo, was kommt jetzt hier raus? Ein Baus oder sowas. Ja. Auch nicht besser. So, kriegt der Sprung der jetzt einfach rüber? Der geht genauso, okay. Das heißt, in dem Quatsch hier ändert sich nichts. Ich muss nach wie vor aus einer 1 hohen Lücke rausspringen. Geil. Aber die Frage ist halt, muss ich das überhaupt? Es ist ja ein Labyrinth. Vielleicht ist das ja alles hier Nonsens. Kann ja sein. Oh, nice. Bitte troll mich da hinten jetzt nicht. So. Aber dafür ist jetzt hier diese andere Röhre nicht mehr da. Das heißt, jetzt muss ich... Warte, ich kriege hier diesmal sogar einen Pilz. Den habe ich ja vorhin nicht bekommen. Oder habe ich den mir einfach nur nicht geholt? Weil ich, keine Ahnung, doof bin. Ja gut, aber mit Pilz wird es ja unangenehm. Jetzt gehen wir mal hier durch. Ah, da ist eine rote Münze. Okay. Das heißt, ich muss jetzt aber durch diese Stacheln da durch. Na gut, das ist jetzt klar. Als Großer wird es nicht so einfach. Aber so halt... Ah, das... Nee, das ist... Sowas mag ich nicht. Da bin ich nicht dabei. Okay, wir machen mal was anderes. Dann geht's wieder in den normalen Modus zurück. Erstens mal das. Und dann will ich mal gucken. Aber hier war ja eh alles zu, ne? Das war ja hier komplett anderer Quatsch. Das heißt, da ist wahrscheinlich ein Leben drin oder sowas. Ja. So, und ich kann auch alternativ in die Rothöre. Und da ist jetzt wahrscheinlich auch dieser HP-Switch drin. Genau. Was ist dann da drin? Da komme ich hier raus. Hä? Ah. Wollte schon sagen, hä? Irgendwas wäre da komisch gewesen. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Ah, da komme ich hier raus. Das ist gar nicht die andere blaue. Okay. Okay, dann kann ich jetzt die blaue hier ausprobieren. Ich bin jetzt aber praktisch auf dem gleichen Weg hier hingekommen. Auf dem anderen Weg. Entschuldigung. Hier ist ein Checkpoint. Ach so. Das wusste ich nicht, dass da nochmal ein Checkpoint ist. Dann ist nur für den P-Switch-Teil da ein Checkpoint. Okay. So, und jetzt ist hier oben wahrscheinlich auch eine rote Münze. Nein, da... Hey, wait. Ich bin verwirrt. Das war schlecht. Ist egal. Da ist ein Pilz. Ach, hier kriege ich einen Pilz raus. Aber ich für hier einen Pilz ist halt auch, ne?
Boy. Jetzt habe ich halt trotzdem diese dämlichen Sprünge. Wovon ich zum Glück gar nicht wenige machen muss. Oh. Okay, aber wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir den Peace Switch Run nicht mehr machen müssen. Das ist ja schon mal angenehmer. Pilz hatte ich hier vorne eh keinen und den verliere ich da oben sowieso, also von daher. Aber mir macht halt die Tür da unten Sorge, bei der ich was drunter stellen muss. Da würde es sich halt ein Pau anbieten, aber ohne Pau käme ich... Ich käme ja hier gar nicht durch mit einem Pau. Das kann es ja nicht sein. Das kann es ja irgendwie nicht sein, dass das so gedacht ist. Es war so klar. Aber ich glaube, jetzt haben wir keinen Alternativweg mehr, ne? Wir landen so oder so immer hier. Einmal von da oben oder einmal eben von hier. Die roten Münzen kann ich eh nicht behalten, wenn ich sterbe. Nützt mir also nichts. Also die Challenge werde ich schon mal nicht machen. Scheint ja nur optional zu sein. Ach Mann! Solche Sprünge nicht leiden kann, ne? Ja, gut, das... Dazu sagen wir nichts. Das hier wirkt jetzt auch nicht so, als ob ich hier mit Pilz überhaupt ansatzweise selbst realistisch durch könnte. Ich komme mit dem Pilz hier nicht durch. Okay. Wofür kriege ich ihn denn dann aber da oben? Das hier ist doch nicht die Trollversion. Wieso hält der nicht an? Ich drücke... Vor allem, ich habe nach links gedrückt. Und was will ich, selbst wenn ich hier mit einem P-Switch hochkomme? Was will ich denn? Wo will ich denn damit hin? Dann habe ich den P-Switch hier. Und dann? Was nützt mir das denn? Hier ist ja nichts. Ne? Das ist ja alles kompletter... Oh, warte mal. Da hoch. Was?
So. Wait. Das ist jetzt aber die... das war die... Ja, damit bin ich jetzt wieder hier. Das haben wir ja schon festgestellt, dass hier, Hä, oder ist das jetzt ein anderer Raum? Ich bin verwirrt. Nein, das ist kein anderer Raum. Naja, dann komme ich hier raus. Verstanden. Und dann, ich muss irgendwie durch die gelbe Röhre da. Ist hier irgendwas, was mir was bringt, dass da was runterfällt, wenn ich den drücke? Nein. So, was ist in dieser blauen Röhre drin? Neuer P-Switch. Was ist hier drin? Der Weg. Das ist also wieder der Mist. Da will ich nicht hin. Danke für nix. Nein! Oh, wait, jetzt kann ich ja dadurch. Stimmt ja. Nicht doof, Kopf. Jetzt kann ich ja durch die Röhre, Tür. Was ist hier? Hä? Wo schickt er mich hin? Da muss ein Pau rein. Verstanden. Das habe ich jetzt sehen können. So. Jetzt komme ich hier raus. Okay. Okay. Ich schwanke ein wenig, aber an sich... Es macht ja keine Fehler, das Level. Und es ist ein Labyrinth. Es ist also ganz viel einfach nicht nötig. Nicht notwendig. So, wo war denn jetzt die erste rote Münze aber? War die hier? Ah ja, die war hier oben, ne? Nee. Wo war denn die erste rote Münze? Oder haben wir die nie gesehen? Hä? Das ist mein Ernst. Dann halt mich. Ich glaube, haben wir die nie gesehen? Ich dachte, ich hatte die schon mal. Hä? Conan Etzeler verwirrt. Aber komplett. Ich dachte, wir hatten die... Ru
ich muss mich irren. Wir hatten die noch nicht. Mist. Oh no. Ah, es geht auch so. Ach stimmt, so hätte ich Zeit sparen können. Haha. Hi. Ach so. Ah ja, ich... ich denke immer falsch rum. Schneller, die Tür ist noch offen. No! No! Mann! Aber dann ist dieser Quatsch da oben wahrscheinlich nur für die letzte rote Münze. Kann das? Okay, wisst ihr, was wir dann jetzt noch zumindest machen? Ich finde die letzte rote Münze gerade nicht, aber die ist mir auch gerade echt wieder egal. Aber eine Sache können wir schnell machen. Nein! Ah! Nein! Oh! Wobei, noch geht's. Noch ist es im Rahmen. Jetzt nicht mehr. Nein. Mann. So. Das war jetzt schon mal der erste Teil, wo ich zu langsam war. So. Nein, ich habe die Dinge jetzt nicht ausgelöst. Ah, das muss ich vorher machen. Ach, Käse. Einmal muss ich da durch. Einmal muss ich da normal durch. Okay. Einmal muss ich da normal durch. Okay. Deswegen habe ich vorhin so blöd getan von wie... Oh, ich bin echt doof, ne? Deswegen habe ich vorhin so gesagt, ja, jetzt kriege ich ja den Dings nicht mehr und so weiter. Ist ja, ah, Moment, das muss ich gar nicht machen hier beim ersten Mal. Ne, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich die Münze wieder verloren. Ich hatte sie nie. Ich hatte nie eine rote Münze am Anfang. Deswegen hat der Checkpoint auch keine speichern können. Ich hatte einfach keine. Ich dachte, ich hatte eine. Bin ich denn komplett doof? Ich dachte echt, ich hatte eine. Jetzt kriege ich's hin. Na klar. Jetzt, wo es mir nichts nützt. Ist schon recht. Go. Das war das Falsche. Ich wollte ja gar nicht. Ich wollte die hier auslösen. Ups. So, das muss reichen. Go. Jetzt habe ich meinen P-Switch dabei. Das ist gut. Drücken wir den auch gleich nochmal. Rüber mit dir. Rein mit mir. Sehr schön. Jetzt passt alles. Geht das Ganze schneller? Ich weiß es nicht. Ein bisschen schneller geht es vielleicht, aber allzu schnell, allzu viel schneller auch nicht. Würde ich jetzt mal vermuten. Nicht sicher, aber das war schon relativ schnell. So. Ich glaube, das war schon relativ schnell. Ich weiß es nicht. Sheesh. Aber, wie gesagt,
Da gab es einiges, was ich jetzt nicht gefunden habe. Ich möchte aber nochmal das Troll-Level jetzt probieren. Jetzt, wo wir wissen, wie das Normale funktioniert. Können wir uns das ja auch nochmal angucken. Haben wir die Zeit? Nö, aber ist egal. So, gib mir mal den Pilz. Sicherheitshalber. Ich habe da was vergessen. Da war ja was. So, dann kann ich ja hier rein. Dann kann ich ja hier weiter. Dann komme ich auch hier raus. So. So. Dann komme ich jetzt hier raus, genau. Das sieht nur ein bisschen anders aus, ist von der Funktionalität her aber wahrscheinlich genau das gleiche. Und jetzt sind hier auch die Türen, ja? Okay, cool. Okay, nur dass ich jetzt sterbe. Gut. Ah! Und dann Block ist. Okay, okay. Gut, da ist ein Block. Alles klar. Es hat mir jetzt gar nichts genützt, groß zu sein, deswegen. Brauchen wir das auch nicht hier weiter ausführen. Ach nee, jetzt habe ich natürlich das Problem. Okay, ich weiß es aber diesmal. Ah, da oben ist auch einer. Okay. Das muss ich irgendwie noch rausfinden, wie ich da durchspringe. Ich brauche den überhaupt nicht mitnehmen, der nützt mir nichts. Kostet mich nur Zeit, den zu behalten. So. Halt nichts drücken. So. Oh, wait. Ich habe da was gesehen. Oha. Wir haben ein Problem. Wir können das nicht so spielen wie das normale Level. Okay. Oh nice, da kann man auch mehrere auslösen mit. Ah. Das Problem ist nämlich, wir brauchen diesmal, glaube ich, die roten Münzen. Kann das sein? Ich gehe jetzt erstmal hier rum. Aber da komme ich nur... Da komme ich wirklich nur hier raus. Okay, das muss ich ja nicht haben. Dann kann man trotzdem gleich wieder so zurückgehen. Aber... Oh! Hi! Ach so, ha. Ich bin ein Held. Das hätte ich auch gleich haben können. Oh Gott, bin ich doof. Aber guck mal, da oben ist nämlich eine Schlüsseltür. Da oben ist eine Schlüsseltür. Wo landet die denn? Wo landet mich die denn jetzt? Hier! Und da ist der Schlüssel. Ah. Oh, wow. Hä, wann habe ich den denn eingesammelt? Okay, aber dann brauche ich für die Troll-Version brauche ich sämtliche rote Münzen. Nein, danke. Ich dachte jetzt, ich komme da auch so schnell durch, aber ich brauche dafür den Schlüssel. Okay. Okay. Vor allem Use Only One Piece Witch. Gut, das ist der letzte dann halt.
Das ist dann halt der letzte. Jetzt will ich aber noch eine Sache gucken. Eine Sache will ich noch rausfinden. Was ist hier links? Nur der P-Switch? Nur der P-Switch. Okay. Und dann komme ich so hier rein. Und dann muss ich aber diesmal hier wegen den Münzen. Oh nee, ist das doof. Nein, danke. Das ist dann crazy. Vor allem, die Checkpoints speichern ja nur stückweise. Das mit den Münzen ist, glaube ich, ein bisschen ungenehm. Ich weiß es nicht. Aber gut. Normale Version haben wir hingekriegt. Das ist ja schon mal was. So, hat sie jetzt schon wieder was getan? Diesmal nicht. Eieiei. Gut, vielleicht schauen wir uns beim nächsten Mal dann wieder ein Alina-Level an, weil ich will eigentlich die echt gerne spielen. Die hat bisher einen relativ coolen Stil gehabt. Und da haben wir noch einiges nicht gespielt. Und da möchte ich eigentlich schon gerne angucken, die Level. Mach mal eins noch. Eins schauen wir uns noch an. Schauen wir uns noch Snowhow an, das ist ihr erstes. Let's go. Rather short level with a few riddles. Okay. Schau mal, ob wir die Riddles verstehen. Leave me alone. Ich weiß halt nicht, ob da was Wichtiges drin ist. Yes. Ah. Danke, danke, danke. Ah, da ist mein Schlüssel. No! Mach keinen Quatsch, Swampy. So, jetzt gehen wir hier raus. Und haben den ersten Teil abgeschlossen, anscheinend. Okay. Aber es muss noch was geben. Oh Gott. Mit fünf Schlüsseln. Mit fünf Münzen. Das war übrigens jetzt nicht sehr smart, was ich getan habe, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Ups, das war auch nicht sehr smart. Was mache ich denn? Nur Quatsch. Gib mir den. So. Das war nicht so klug, aber ich krieg ja gleich nochmal einen Pilz. Da komme ich doch auch so ran. Dafür brauche ich den. Okay, so geht's auch. Oh Mann. So bin ich denn so eine Nuss? Lass mich da raus. So. Jetzt aber vorsichtiger hier. So. Was haben wir jetzt hier noch so fürs Zeug? Aha. Ah ja. Da kann ich einfach durch. Dann ist hier... Wow, mein Checkpoint. Wow.
Wollte ich nicht. Dankeschön. Ah ja. Ah, jetzt kommt der Teil mit den Münzen. No. Rüber, rüber. Okay. Oh Gott. Was ist das? No. Nein. Tschüss. Da ist jetzt ein Pau drin, ja? Sheesh. Nein, das war falsch. Das war richtig. Und da kommt jetzt eine Ranke raus. Okay. Oh, da ist mein Ziel. Okay. Na, aber Alina baut schöne spielbare Level. Yes. Dafür. Sehr dafür. So, dankeschön. Okay, jetzt aber danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal wieder vielleicht ein bisschen bessere Laune, mal gucken. Aber es war so viel Zeug, was ich nicht verstanden habe. Erst die Case Level, dann Twakes Level. Das habe ich zwar geschafft, aber zwischendurch habe ich echt wieder null gecheckt und... Ah, oh, nee, Mann. Na gut, ich hoffe, man konnte es sich trotzdem anschauen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.